Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Theodor Storm schreibt an seinen Sohn. Hademarschen, Sonntagabend, 30.11.1880. Mein lieber Junge, so peinlich das Warten darauf war, so große Freude brachte uns dein frischer, ausführlicher Brief. Mir scheint, du hast alles recht brav gemacht und hast es gut vor für die nächste Zukunft. Anbei sende ich dir 130 Mark, die ich dir schenke, da ich sie wohl noch entbehren kann. Das Leben hier stellt sich ebenso angenehm als auch verhältnismäßig billig. 8 Tage aber musst du wenigstens bleiben, dann wollen wir etwas im Garten zusammen arbeiten. Ich freue mich unbändig auf dein Kommen. Oh, endlich einmal eine echte und gerechte Freude. Dein Bett bei Hans, der sehr liebenswürdig gegen mich und uns alle ist, steht längst bereit. Und nochmals, ich warte voll Sehnsucht auf dich. Mama, Geschwister, Onkel, Tante, Basen und Vettern, alle senden fröhliche Grüße. Dein Vater, Theodor Storm.